Hallo und willkommen zurück. Wir sind hier mit dem Trupp der Railroad und wir müssen immer noch das Polizeiquartier, Hauptquartier, Station, was auch immer, einnehmen, um den Vertibird zu beschaffen. Letztes Mal haben wir ja schon zugegeben eine gewisse Vorarbeit geleistet. Demnach, mal sehen, wie es jetzt läuft. Die Atmosphäre ist jedenfalls schon mal stimmig mit dem Regen und dem Sturm und dem zugegeben etwas nervigen Rauschen des Gleisgewehres. Peekaboo. Das Gleisgewehr ist schon eine starke Waffe. Ich bin gleich hin. Ich bin gleich sowas von hin. Meine Gesundheit ist praktisch schon bei Null, wenn ihr da mal links guckt. Gelehrte Halen wollte mich umbringen. Jetzt kriegt Gelehrte Halen das Gleisgewehr Next Gen Nipple Piercing. Und alle anderen hier auch. Jetzt mal ohne Scheiß. Die hitten mir die Gesundheit echt belastend schnell runter. Aber das Gleisgewehr ist geil. Der oberste Ritter. Und tschüss, oberster Ritter. Es sorgt auch für so wunderbar viel Gore mit den Gleisnägeln, die ihre Köpfe durchschlagen und dann da teilweise noch drin rumstecken. Ist herrlich. Eine meiner neuen Lieblingswaffen. Die Glück-Doppellauf-Schrotflinte. Das ist nicht schlecht. Unsere hat 25% extra Schaden, aber für jemanden, der wirklich einen glückorientierten Charakter spielt, wäre die vielleicht sogar besser. Die kriegen ja sehr schnell die Criticals voll, mit hohem Glück und entsprechenden Extras. Und wenn man dann sozusagen alle vier Shotgun-Schüsse den Critical voll hat, dann hat man schon den Schaden wieder raus. Und durch die Waffe und Kills mit der Waffe füllt er sich dann ja auch noch schneller. Skill-Magazin im Tresor, das ist auch schön. Leider erhöht es den Schaden für normale Gewehre. Was war das? Gelehrter irgendwas? Versus. Persönlicher Einsatz Gelehrte Eintrag. Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324A. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stehlenden Bruderschaft beizutreten. Und dann habe ich sie Ursprünglich erschossen. bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Oh, Das drei klingt Kerne. realistisch Wow. und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Ha, bis Laufbahn einer jetzt. Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Um fair zu sein, sie hat nicht viel Blut gesehen, sie war sofort tot. Mit ihrer moralisch sauberen Weste. Sehr amüsant, doch. Wir bringen die einzig kritische in der stählernen Bruderschaft anscheinend einfach so mal mit um. Dann geht es nach oben, aber wir haben leider noch woanders einen Wegpunkt.
Das stört mich etwas. Ich kann eigentlich auch aufhören zu schleichen. Es scheint eh alles tot zu sein. Größtenteils. Pa. Der oberste Ritter. Mit dem Gleisnagel. Oh mein Gott. Nur in Fallout. Herrlich. Ich muss meinen Looten mal ein wenig einschränken, dass wir hier auch nochmal wieder rauskommen. Nee, Deacon, ich wollte dich eigentlich nicht beklauen. Auch noch Plasma-Munition und eine 44er. Alles sehr schön. Scheiß kaputte Tür. Ich muss schon sagen, bisher gefällt mir die Railroad von den Missionen her auch recht gut. Wenn man das jetzt mal mit den Institutsmissionen vergleicht, mit irgendwem da bequatschen und eine Pseudo-Radio-Aufzeichnung, da hat das hier schon etwas mehr für sich, auch wenn es deutlich munitionsintensiver ist. Das Leveln und die Punkte kann man auch einfacher haben. Adrenalin! Nenn ich mal einen bestätigten Abschluss. Victoria. Ja, ich find's toll, wie der hier als Einziger im Keller sitzt und die Ladezeit lädt und ich Blackscreen hab und dann einer den einfach umnietet, bevor ich irgendwie was tun kann. Eben war ein positiver Fallout-Moment, das war ein negativer. Genauso negativ, dass ich eindeutig auf das Zeug zeige und es nicht aufgehoben wird. Egal. Wir müssen aufs Dach den Vertibird nehmen. Mein Polizeistationsmassaker hier. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Überliegen die Leichenberge. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Bruderschaft hat es ja nicht anders verdient. Sie kamen hier in mein Ödland und haben mich beleidigt. Das würden nicht mal böse Müll rumzuschleppen. Und dann bezahlen sie immer noch den Preis. Da ist noch eine Kühlbox. Was ist da drin? Drogen. Okay, wo geht's aufs Dach? Noch so ein an die Wand getackerter Schädel. Was? Ich find's auch so geil, wie das Gewehr einfach ständig one-hittet. Und die Köpfe an die Wände tackert. Oh, ich soll mit ihm reden. Endlich haben wir ein Fahrzeug. Oder ein Flugzeug. Oder was auch immer. Wir machen es so. Sobald der Vertibird fertig ist, fliegen wir damit hoch zur Pritvin und legen dort an. Von innen ist der Zeppelin verwundbar. Der Vogel wird durch gewaltige Gassäcke mit Wasserstoff in der Luft gehalten. Die lassen uns einfach landen. Wir würden nie damit rechnen, dass jemand einen ihrer Vögel entführt. Und Deacon sagt, er bekommt uns schon an der Luftraumüberwachung vorbei. Aber ich mach dir nichts vor. Deine Aufgabe ist nicht einfach. Du musst diese Sprengladung irgendwie an den Gassäcken befestigen. Und dann wieder rauskommen. Die Flugvorbereitungen brauchen ihre Zeit. Und die Bruderschaft wird uns die nicht einfach so geben. Wenn also Paladine auftauchen, halt sie mir und dem Vogel vom Leib. Eindeutig. Ich muss sagen, ich hätte gern mehr Plasma-Munition.
und seine Flasche. Tür, würdest du bitte funktionieren? Bisher gefällt mir so die Kampagne gegen die Bruderschaft hier recht gut. Definitiv. Und das mit dem Vertibird auf das Schiff liegen, klingt auch gut. Ah, genau. Wo ist der Hauptschalter? Ich kann sogar an die Minigun. Scheiße. Da liegt eine Mini-Atombombe. Ja, raus. Scheiße, ich mach das schon so schnell ich kann. Was macht das Befehlfeld da eigentlich überhaupt? Er klingt nicht sehr vertrauenswürdig, aber ich find's auch cool, wie der hier so hängt. Der Zweihänder. Na, dann sag mal an hier. Worauf warten wir? Ich höre was. Ich sehe was. Wir kriegen Besuch. Komm, ich will den Vertibird mit allen drin abschießen. So, jetzt muss... Granaten habe ich zum Glück. Hier. Nehmt sie und dankt in Frieden ab. Oh, der Critical ist voll, das ist gut. Der Vertibird irgendwie auch mehr Show, als dass er tatsächlich einen angreift. Doch, genau so. Also, gucken wir erstmal nach. Okay, dem Traggewicht her können wir es eh noch nehmen. Demnach tun wir das auch. Kann man wohl so sagen. Okay, ruhen wir uns kurz aus. Das Wichtigste zuerst. Ich habe was von der Bruderschaft mitgebracht. Frohe Weihnachten. Aber noch wichtiger, Tüfteltom wartet im Vogel auf uns. Los geht's. Ein kurzes Plasmagewehr. Schön. Und ein Level Up. Wir können jetzt endlich das Ninja-Extra nehmen. Was dazu passt, dass wir eh... das Luftschiff infiltrieren sollen. Aber bevor wir das machen, leckt erstmal das Spiel. Nein, wir machen das eh erst nächstes Mal. Denn so wie ich das sehe, werden wir das Luftschiff ja vom Himmel holen. Mit den Sprengstofffallen, was auch immer, an den Heliumtanks. Und demnach müssen wir das Luftschiff looten. Und zwar fast komplett. Und dafür muss ich dann nochmal den ganzen Scheiß, den ich so mit mir rumschleppe, abladen. Damit wir auch wirklich alles tragen können. Und dafür werde ich auch vorher nochmal nach Sanctuary gehen und abladen, was ich so mit mir rumschleppe. Und ich denke, wenn ich so auf das Plasmagewehr gucke mit 32 Schuss, sollte ich auch nochmal ein bisschen Munition kaufen gehen. Und dann können wir nächstes Mal hoffentlich recht erfolgreich das Luftschiff angreifen. Also bis dahin, wir sehen uns dann wieder auf dem Dach der Polizeistation.